Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Endless Legend. Ja, ich gucke gerade mal, hier ist eine Konstruktion fertig geworden. Hier ist der Siedler fertig geworden. Das ist hier. Und den nehme ich mir jetzt mal. Der kann eigentlich... Pass auf. Den kann ich ja eigentlich da erstmal drinnen lassen, oder? Den... Genau. Der kann ja eigentlich... Ja, der weiß, die brauche ich ja nicht. Brauche ich ja eigentlich nicht. Kann der kann in die Stadt zurückgehen. Kann ich den da wieder reinpacken eigentlich hier? Hallo? Jetzt. Kann ich den... Nee, kann ich nicht. Wo ist der denn? Wo ist der denn hin? Da. Kann ich den hier nicht wieder einfach in die Stadt packen? Ich könnte ihn verkaufen, ne? Nee, kann nicht verkauft werden. Kolonie, du kannst keine Kolonie gründen. Automatische Erkundung. Ja, hier, komm her. Automatische Erkundung finde ich gut. Dann soll der automatisch erkunden. Das finde ich, passt schon. Der kann hier hinten mal so ein paar Schritte hinlaufen. Und hier sind auch Armeen fertig. Brauche ich aber momentan nicht so wirklich. Weil hier ist nichts mehr groß. Ich sehe nur, ich mache hier, weißt du, Verlust. Das Münzamt braucht halt noch ein bisschen, bis das fertig ist. Vielleicht. Ich habe davon eigentlich erstmal genug, ne? Ich glaube, ich packe das mal hier rüber. Und wenn ich das hier auch mache. Warte mal. Hallo? Hallo, wo ist denn hier? Ach, das. Jetzt habe ich die hier. Ich wollte das. Wenn ich den hier mit rein mache, na, dann habe ich nur noch minus eins. Aber die Nahrung reicht auch nicht. Ach, das ist doch alles blöd, ey. Mann. Weißt, minus eins ist halt immer noch blöd. Also, dann kann ich es nicht ändern. Was soll ich tun? Dann mache ich das jetzt so, dann sind es immerhin plus drei. Das ist halt nicht die Welt, aber... So ist es. Dann. Gut, ihr Kollegen solltet eigentlich... Ach, er berechnet noch. Zug 59 schon. Guck dir das an, weißt du? Die Zeit, die rennt auch. So, renn du mal hier hin. Und hier könnte ich doch. Hier so. Hier ist doch wunderschön. Ja, ach so, das können die nicht jetzt. Okay, dann beende ich den Zug. Da muss ich da erst hin. Ja. Lauf dahin. Goldextraktor kommt als nächstes. Erstmal ist das Mannschaftsheim abgeschlossen. Das ist schön. Und das, die sollen doch hier kolonisieren. Hierhin möchte ich es gern. Ach, da, muss das da direkt, wo ich stehe? Wie ist denn das noch gewesen hier? Mann, oder fehlen mir dann wieder Rohstoffe? Wegen Bewegung gesperrt. Ja. Einflusskosten deines Imperiums bei Wirtschaft und Bevölkerung plus 3 auf Städte, plus 20 auf Städte. Ach, guck mal, da kann ich hier meine Punkte einsetzen. Warum habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht hier? Das übersteigt meine Kosten. Ich möchte das auf alle Fälle voll. Das brauche ich auch. Wissenschaft reduziere ich ein bisschen. So. Vielleicht, warte, und Militär. So. Übernehmen. Gut, so, und könnt ihr mir hier jetzt mal bitte... Achso, ich kann den Zug beenden. Erst. So, und jetzt könnt ihr mir hier aber eine, so eine Kolonie hinbauen, oder? Du hast das Imperium von Tavi entdeckt. Grüße, Fremder. Wir hoffen, dass sich unser Zusammentreffen kurz und friedlich verläuft. Position mal anzeigen. Ach, da, die sind schon mit dem Boot unterwegs, weißt du. Ich krieg nichts auf die Kette. Die KI ist ein bisschen schneller wie ich hier. Aber das kommt, weil ich lasse die dann stehen. Ich wusste nicht mal, wie man Boote baut, von daher. Gegnerische Armee. Keine Auswirkungen. Kosten unpassierbar. Naja, gut. Ja, das ist ja schön.
Guck mal, die sind aber glücklich noch, ne? Oh, guck mal, wie viel das jetzt produziert wird. Tja. Guck mal, da könnte ich doch mal so das machen. Und, ach so, die haben natürlich hier auch noch nicht eine Kanalisation. Kriegen die als erstes. Dann die Gold hierhin. Dann hätte ich gerne ein Samenlager. Den Dustfilter. Armeen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Was macht denn die Forschung? Da kann man dann wahrscheinlich ja sowas wie Hafen machen, ne? Das dauert noch ein bisschen, okay. So, das braucht auch alles. Guck mal, aber die sind jetzt auch glücklich hier. Das ist doch schön. Und das ist, ja, nicht schön, aber selten. Aber guck mal, hier könnte ich jetzt dann ja mal schauen. So. Und so. Also ich weiß nicht, was das hier immer ist, ne. Mit dem immer, wenn ich am Zocken bin, fährt hier irgendwas vorbei. Das ist echt nicht normal. So. Gut. Ja, und jetzt habe ich das doch aber. Oder fehlt mir jetzt immer noch ein Dorf? Jetzt müsste doch... Guck mal. Ja, das ist ja jetzt alles hier. Sind das nicht fünf? Dieser Auftrag ist noch offen. Ich habe gedacht... Oder das wird erst nächste Runde fertig. Das kann auch sein, oder? Pass mal auf, wie viel sind es denn? Lass mich mal so weit ranscrollen. 1, 2, 3, 4. Dieses Dorf wurde zerstört und wird dem Imperium, das über diese... nach dem Wiederaufbau von Nutzen sein. Das heißt, ich muss das erst aufbauen. Ah, ich verstehe. Wie mache ich das wieder aufbauen? Können die hier mal... Guck mal. Das Dorf ist bereits befriedet. Ach, das ist hier dieses... warte mal. Das hier bestimmt, ne? Expansion sind Arachnoide, bla bla. Auf Städte. Pass mal auf. Ja, baut das mal wieder auf. Und das dann auch... Ach, die sind eh... Pass mal auf. Wenn ich das jetzt hier mal von der Priorität ändere, kann ich die mir nicht ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ein bisschen angenehmer angucken, mein Gott. So, dann dauert es nur noch 11 Runden. So. Dann müsste das doch gehen jetzt, ne? Ich meine, 11 Runden ist immer noch relativ viel. Aber ich kann es ja auch nicht ändern. Die angreifen kann ich die ja eh nicht, weißt? Also, da kann ich ja nichts machen. Die haben hier nicht, da habe ich keins, ne. Oder habe ich da eins in der Warteschleife auch, das andere Dorf? Ne, habe ich gar nicht. Guck mal an. Mache ich die mal hier noch rein. In die Warteschlange. Und auch ruhig vor den Armeen. Die werden dann schon irgendwann mal fertig. Ach, die haben halt hier noch gar nichts, ne, in ihrer Ortschaft. So. Gut. Verhandlungen. So. Schönen guten Tag. Für das erste Mal Verhandlungsansicht auch, ne? Kalter Krieg gleichgültig. Okay. Deine Bedingungsoptionen, deren Bedingungsoptionen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier geht. Imperiumsinformationen. Heilige Ressource, Aurigas Adern, Wissensgabe, endlose Wiederverwertung, Tiefengenerator, verstärkte Kammern, Marine. Nicht einmal die Walter erinnern sich an ihren eigenen wahren Ursprung. Ihre geschichtlichen Aufzeichnungen, die sie auch an ihre Kinder weitergeben, beginnen mit einem großen Lebensraum aus Metall, tief unter der Oberfläche Aurigas. Sie sind von Natur aus konservativ und vorsichtig und unterhalten nur begrenzte Beziehungen mit anderen Völkern. Hübsch ist er aber, gell? Muss ich ja sagen. So, was sind denn meine Bedingungen?
deren Bedingungen keine Angebot unterbreiten. Das kostet dann ja auch wieder was. Ja, auch geil. Meine Bedingung. Wenn... Ach so, nee. Geschlossene Grenzen. Vielleicht war die Grenzöffnung doch keine so gute Idee. Die Grenzen werden geschlossen. Kompliment machen. Sende ein Kompliment, um die Einflusskosten negativer Abkommen, Grenzschließung, Krieg zu erhöhen und die positiven Abkommen zu reduzieren. Warnung. Sende eine Warnung, um die... Wer macht sowas denn? Kann ich hier nicht irgendwie was Gescheites machen mit denen? Ich möchte die ja eigentlich nicht warnen. Ich mache denen ein Kompliment. Aber das ist ja... Sende ein Kompliment, um die Einflusskosten negativer Abkommen zu erhöhen und positive Abkommen zu reduzieren. Ach so. Bekannt geben. Ich mache denen mal ein Kompliment. Tag! Ah, jetzt ist auch hier das Diplomatiefenster das erste Mal tatsächlich sichtbar. Die Anerkennung unserer ausgezeichneten Arbeit ist sehr willkommen. Wir wissen euren guten Geschmack zu schätzen. Deklarationsbedingungen. Dein Beitrag, ein Kompliment gemacht. Beitrag der anderen ist noch gar keins. Ja, das schließe ich mal. Was ist das hier? Imperiumsverwaltung. Ach so, da kann ich jetzt hier... Ah, ja, das ist mein Imperium. Ja. Gut, und das ist... Aber mehr kann ich auch nicht machen. Ich kann denen noch mal ein Kompliment machen, aber... Ja, aber das hilft mir ja auch nichts weiter, ne? Naja, gut, dann ist das so. Bereit zum Assimilieren. Ah, verfügbare... da, ich kann noch mehr... Ja, dann mache ich das doch mal. Diotus vielleicht. Ach, das kostet 30 und so viel habe ich nicht, oder was? Doch. Ach, die kann ich da entlassen. Ach so. Ich kann nicht... Ich kann nur eins nehmen, oder was? Pro 5% Nahrung pro befriedetes Dorf. Pro 5% Abwehr pro Sicht. Nee, das will ich ja nicht. Das lasse ich so. Das ist ja... Nee, das will ich ja nicht. Also ich will das ja... So lassen, da, das passt schon mit plus Nahrung. Das ist schon gut so. Ja, dann würde ich den Zug beenden und auch die Folge an dieser Stelle beenden. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir ruhig einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.